halt das beste Call of Duty von ihnen aus gemeint. Aber wir können da eigentlich nicht richtig viel dazu sagen. So. Ja, den hör auf. Was macht er? Flappy Bird spielt wieder. Alter Milatin, Alter! Er spielt Flappy Bird, Alter! Okay. Herzlich willkommen zu einem kleinen Commentary mit dem Sandro. Moin. Dem Milarin. Servus. Und was ist unser heutiges Thema, Jungs? Call of Duty. Na, echt jetzt? Schwör, Digga. Ja. Ich dachte, halt die Schnauze, Milarin. Die einzelnen also, Call of Duty. Wir wollen mal die Vorteile, was uns an den einzelnen Call of Duty gefällt, die Vorteile, Nachteile und so, pipapo, mal ein bisschen erzählen, was wir davon halten und so. Und ja, anfangen tun wir mit MW2. Ja. Also MW2 war eigentlich eines der ersten Call of Duty, das ich gezockt habe, also wirklich gezockt, nicht aktiv, aber beim Kollegen mal gezockt habe. Wie war? Ich nicht. Nicht, Milarin? Also ich habe mit MW3 angefangen. MW2 habe ich erst später angefangen zu spielen. Okay. Spoiler. Also bei MW2 muss man echt sagen, früher war es richtig geil ohne die Hacker, geile Maps, geile Waffen und nur die Tonserien nerven hatten genervt und so. Aber sonst richtig geil, aber heute kann man es eigentlich nicht mehr spielen mit den ganzen Hackern und so. Wegen die negativen Sachen von MW2, die negativen also, Dinge. Raus. Also erstens mal die Hacker. Ja, genau. Ja, wegen diesen Hackern kann man das Spiel eigentlich gar nicht mehr spielen. Die ganzen Hacker-Lobbys, Bipo und so. Ja. Richtig scheiße. Die ganze Noob-Tuberei. Ja. Oh. Auch ein negativer Teil. Noob-Tuberei. Würde das Noob-Tube und die Hacker nicht geben, würde das Spiel eigentlich einigermaßen gut sein. Oder würde ja, es sehr gut sein. Gut, nämlich bei den meisten YouTubern ist MW2 ihr Lieblingsspiel eigentlich. Halt das beste Call of Duty von ihnen aus gemeint. Aber wir können da eigentlich nicht richtig viel dazu sagen. So. Den hör auf. Was macht er? Flappy Bird spielt wieder. Alter Milatin, Alter! Er spielt Flappy Bird, Alter! Okay, dann. Oh. Black Ops 1. Also, Black Ops 1, oh. Genau. Also ja. MW2 haben wir nicht richtig gespielt, können wir nicht sagen. Nein, bei Black Ops 1 eigentlich dasselbe. Ja, genau, bei Black Ops 1 eigentlich dasselbe. Wir haben es nicht richtig gespielt, aber es war auch eines der ersten Call of Duty, das ich gespielt habe bei einem Kollegen und es hat mir richtig geil gefallen. Auch. War aber ziemlich ein Noob in dem Spiel. Bei mir nicht. Aber richtig geiles Call of Duty eigentlich. Auch wenig Hacker irgendwie. Also ich habe gar keine Hacker bis jetzt gesehen. Ja, bei also diesem Spiel. Auch die Killstreaks geil, Maps geil, Waffen geil, eigentlich alles. Ja. Zombie-Mode auch. Ja, der Zombie-Mode. Zombie-Mode war richtig geil. Milady ist übrigens ein Roboter. Ja, ich kann aber zu diesem Spiel nicht viel sagen, weil ich habe das nicht abgezockt. Viel können wir nicht sagen. So, und jetzt kommen wir zu unserem Lieblingsgame. Lieblingsgame, also von uns allen ist eigentlich das Lieblingsgame MW3. Oh. Nicht weil es so gut ist, sondern es war unser erstes Call of Duty und das ist wahrscheinlich bei den meisten so, dass das erste Call of Duty das Lieblings Call of Duty ist. Also Jungs, haut da raus. So, ja, es war also mein erstes Call of Duty, aber als erstes dieses Spiel gespielt, nicht BO1 oder MW2. Also ich finde das Spiel. Es war gut. Aber ja, es war gut. Es war gut. Es war richtig geil, nur die Todesserien haben halt genervt. Ja. Halt für die alten routinierten Zocker war es nicht gut, aber wir waren halt dort noch neu, wir hatten angefangen Call of Duty aktiv zu zocken und für uns war es einfach richtig geil. Wir hatten richtig viel Spaß, haben richtig viel gesucht. Bis und dann der Plan auch noch, den wir hatten. Ja. Das war ja. Bis dann die netten Hacker kamen und uns den Spielspaß nahmen. Ja, aber davor noch, ey. Die DLCs. Nee. Oh, ich fand okay. Die DLCs, naja, ich fand sie nicht sehr gut.
Na, die DLCs waren nicht gerade nice bei MW3, aber ja. Nee. Arsch. Dafür war das Spiel grundsätzlich geil. Aber heutzutage kann man das Spiel nicht mehr spielen, genau wie MW2. Nee, das ist nur noch Hacker und ich packe Zack. Ja, mit den Hackern macht's keinen Spaß mehr auf jeden Fall. Nee. Wie in MW2 eigentlich, genau das gleiche. Aber wir müssen sagen, MW3 ist bis jetzt unser Lieblingsgame. Wir haben dort so viele lustige Sachen erlebt, haben so viele geile Sachen gemacht. Wir haben damit auch was gesuchtet. Also unser Lieblingsgame ist das erste Call of Duty, das wir gezockt haben. So, und dann waren wir richtig aktiv. Dann kam Black Ops 2 raus. So, Jungs. Ja. Anfang an, war es nicht so konnte man spielen, war nicht sehr gut. Also wenn man keine Leitung hatte bei Black Ops 2, du hattest einfach keine Chance. Keine Chance. Und ich hab die immer noch nicht. Nee. Ja, Miladin hat keine Leitung. Also, am Anfang, am Anfang findet man jedes Call of Duty richtig geil, also wenn es rauskommt und so. Aber dann mittlerweile, wollte man irgendwann mal was reißen, dann, und dann die ganzen MG-Typen mit overpowered MG-Zielsucher. Und nur Draufspray. Nur drauf, einmal nur drauf. Oder die Schrotflintentypen. Remington, Alter. Ich schwör. Und zwar Leute, die ganzen Sniper. Ja, und man konnte das Spiel früher ohne Team einfach nicht spielen. So, ja, jetzt eigentlich immer noch, weil... Ja. Weiß nicht. Aber Team ist das Wichtigste irgendwie. Die Lag-Compensation waren echt das Schlimmste, muss man sagen. Und das Connection lost die ganze Zeit. Ja, immer die Dashboarder. Wegen dem bricht man das halt, das Spiel immer abgebrochen meistens. Aber man muss echt sagen, die Lag-Compensation war echt das Schlimmste. Du kommst um die Ecke. Ja. Einer mit einer 100k, du hast keine Chance, den Typen down zu kriegen. Du dropshot es ihn. Bei ihm bist du nicht mal in der Hocke, Alter. Was ist da los, Mann? Das war ein richtiger, richtiger Nachteil. Aber mittlerweile gefällt mir Black Ops 2 richtig wieder gut. Ja, kann sogar ich zocken ohne meine Leitung, mit meiner scheiß Leitung. Ja, also geht einigermaßen. Ich brauche eine scheiß Leitung. Jeder von uns hat eine scheiß Leitung. Aber man merkt es mittlerweile. Man merkt es schon noch, man merkt es echt schon noch, wenn einer mit einer 100k drin ist, du kriegst die Leute fast nicht down, also die schlucken einfach doppelt so viel. Also, aber gut finde ich noch an diesem Spiel, dass es ein schnelles Spiel ist. Ja, es ist echt ein schnelles Spiel. Ja. Ziemlich viel schneller. Wenig Camper eigentlich, finde ich. Ja, stimmt auch Camper wieder. Ja, außer die Zielsuchertypen. Ja, die halt und die halt. Ja, die Zielsucher. Die behindert halt. Gut ist noch. Viel Headglitcher gibt's. Viel bei jedem COD zu viel eigentlich. Die Spawns sind eigentlich auch von Anfang an gut gewesen, also. Ja, bei WO2. Bei Black Ops sagt man die Spawns von Anfang an. Aber gut. Die Wände. Was mir nicht gefällt, sind die Wände bei Black Ops sind wie Pappe oder Kunststoff, kannst du einfach durchschießen. Beton, das ist bei jedem COD, egal was. Bei jedem COD. Kannst du einfach durchschießen. Geil ist auch noch bei Black Ops 2, du hast so viel Statistiken, du kannst einfach alles nachschauen. Die ganzen Titel, alles. Du kannst selber die Embleme machen. Wie viel Orbital, wie viel Tarni, wie viel Schwarm, keine Ahnung, kannst nachschauen, was du für eine Präzise du mit einer Waffe hast. Ja, also richtig geil gelistet alles und so, pipapo. Ja. Zombies waren auch wieder richtig geil, aber die normalen Maps DLCs waren so scheiße. Ja, die DLCs, so mir gefallen die DLCs nicht bei Call of Duty. So scheiße waren die DLCs. Die Zombie DLCs waren richtig geil. Buried war so geil. Die waren echt geil. Buried richtig, richtig geil. Aber ich habe nicht viel gezockt, Zombies, aber ich fand es richtig geil. Und dann kommen wir zum Ich hab da noch was. Hast du noch was? Was hast du noch? Find ich auch bei WO2, dass es keine Deathstreaks gab. Also das die Deathstreaks, das war eine Revolution, das war perfekt, Alter. Ja. Dass sie die Deathstreaks abgeschafft hatten, das war richtig. Dass man die Randoms nicht belohnt, wenn sie sterben. Ja. Oh, das war's, oder? WO2. Übrigens im Hintergrund ein BO2 Gameplay vom Santa, eine 42er Gasstreak auf der Map Standoff. Jo. Genau in solchen Momenten macht das Spiel richtig Spaß, wie man sehen kann. Ja. Zurzeit läuft das Spiel. Ja. So, und dann kommen wir auch zu Ghost, dem neuesten Call of Duty, wie ihr wisst. Und Ghost ist immer so ein kritischer Hase. Ein kritischer Hase ist das Spiel. Ja, irgendwie ist es geil und irgendwie ist es richtig scheiße. Schlecht, richtig schlecht. Zu viele Noobs.
Ja, okay. Ah, genau, die... genau. Kommen wir mal zur Community, oder? Ja, okay, machen wir jetzt noch was Gutes bei Ghosts und so, also. Okay, was Gutes, ja. Die Maps finde ich auch wieder geil, sie ähneln eher MW2-Maps, sind eher größer. Ja, offener, also manche Maps sind auch dynamisch. Ja, die dynamischen Maps haben sie eingebaut. Und auch die Feldbefehle, richtig geil, also haben sie endlich mal was Neues gemacht, nicht immer den kleinen Scheiß. Zwar immer noch zu wenig, aber immerhin etwas. Nur schade ist, dass es wieder nicht so wenig Statistiken gibt. Und ein riesen Nachteil ist einfach, dass es keinen Kinomodus gibt. Ja. Das ist so für den Arsch, Alter, die sind doch behindert, Alter. Kannst du keine Gameplays erspielen oder so, die du nachher später benutzen kannst. Ja. Ah, kann ich mal kurz was sagen? Ja. Kurz zu BO2 noch. Gut ist, dass es der Liga-Modus. Ja, Liga war auch nice. Liga. Ja, schade, aber da gibt's sehr viele Bei Ghost nicht so richtig Liga Harder, gibt. Muss man sagen. Ja, aber. Wird es bei Ghost? Auch bei Ghost muss man echt sagen, mit den Clan Wars, die sie gemacht haben, das ist echt geil eigentlich. Ja, na, ich find's. Das ist echt gut. Nur, da sind halt Clans dabei, die sind ab 24/7 online und so. Die rasieren alles und so. Ja. Aber wie ein Rasenmäher. Es ist echt auch geil. Extinction ist auch ziemlich geil. Leider nur eine Map, aber so vom Aufbau her ist es geil. Und die DLCs, die kommen, schauen, finde ich jetzt, gar nicht mal so schlecht aus. Eine Michael Myers Map. Ja, also der Michael Myers, die Feldbefehle sind natürlich geil, Alter. Das mit dem Schiff und mit der Rakete und Pipapo, Michael Myers auch richtig geil. Ja. Muss man sagen, ist echt geil. Und gibt's noch Scrapyard von MW2. Genau, die kommt auch. Also schaut mal vielversprechend aus. Leider kommt's wieder für die Xbox später als wir für die Xbox früher als für die PS3. Das finde ich scheiße, aber naja. Ghost ist. Aber vom Spiel her war Ghost ein richtig geiles Game. Aber die Leute, die das Spiel machen, das Spiel richtig, richtig scheiße, Alter. Richtig scheiße. Ja. Bei Ghost ist es sehr schlimm eigentlich mit den Campers. Die campen nur noch eigentlich. Ja, und so viel Randoms, also richtige Randys. Die Weihnachtsnoobs. Weihnachtsnoobs auch. Die waren so schön. Zwar bei diesem Spiel. Es ist eigentlich schon gut, das Spiel eigentlich. Also, es gibt keine overpowerte Waffen und so. Ja, man stirbt viel zu schnell. Und am Anfang die Spawns, Maria, Alter, und Josef, leg mir das. Die waren am Arsch. Maria, Mutter Gottes. Also die Spawns am Anfang, richtig, richtig schlimm. Mittlerweile gehen sie auch wieder. Passt auch. Ja. Aber die Spieler, die Ghosts einfach spielen, komm, die versauen das Spiel eigentlich schon. Ja. Also, zurzeit finde ich Black Ops 2 das beste Call of Duty, das es gibt. Ja, finde ich. Am besten zu spielen. Und ja, Leute, schreibt uns einfach mal eure Meinung in die Kommentare. Und ja, das war's dann in eigentlich. Die Kommentare rein, panieren. Panieren, Trainer, oder was? Pudert's rein. Okay, das war's dann eigentlich. Aufdrucken. Leute, sagt tschüss zu den Zuschauern. Tschüss. Ciao, Herbert. Tschüss. Ciao, Zabrenner und was. Tschüss, Zuschauer. Bis zum nächsten Mal, gell? Haut rein. Ciao. Tschüss.